Hallo, liebes Publikum. Willkommen zurück beim Failord Adventskalender. Heute mit Türchen Nummer 4 und das Spiel ist nichts anderes als Portal 2. Auf die Portal-Reihe bin ich aufmerksam geworden, als ich damals einen Beitrag von Game One, glaube ich, dazu gesehen habe und dachte mir sofort so, wow, das ist doch mal ein Konzept. Man hat eine Waffe, mit der man Portale an die Wand schießen kann und durch diese Portale halt hindurchgehen kann, um an andere Orte zu gelangen. Es ist ein sehr einfaches Konzept, aber es ist ein sehr gutes Konzept. 2011 selber, bevor dieses Spiel rausgekommen ist, habe ich den ersten Teil gespielt, war sofort fasziniert von dem ganzen Konzept. Ich liebe puzzelartige Spiele und dementsprechend war Portal einfach genau das, was ich irgendwie haben wollte. Und als Portal 2 dann rauskam, habe ich es mir auch, glaube ich, eine Woche nach Release geholt, wenn nicht sogar direkt bei Release. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ist ja auch schon alles wieder 12 Jahre her. Ist über 12 Jahre her. Dieses Spiel hat einfach einen besonderen Stellenwert in meinem Herzen, einfach weil ich es am Jahrestag eines Schicksalsschlags in der Familie, ich werde es jetzt nicht weiter detailliert drauf eingehen, passiert ist, geholt habe und einfach um mich abzulenken, habe ich wirklich, als ich dieses Spiel bekommen habe, ich glaube, 3/4 des Spiels irgendwie in einem Zug durchgespielt. Ich bin irgendwann 3 Uhr abends dann ins Bett gegangen und habe dann irgendwie gegen 10 Uhr wieder angefangen zu spielen und habe das Spiel dann wirklich in fast einem Rutsch durchgespielt. Und für ein paar Jahre war es wirklich gang und gäbe, dass ich dieses Spiel einmal pro Jahr gespielt habe. Ich habe es auch schon vor einigen Jahren als Let's Play auf meinem Kanal gemacht. Also falls ihr da reingucken wollt, dann würde mich das freuen. Aber auf jeden Fall, was macht Portal 2 einfach so gut? Portal 2 ist halt alles, was Portal 1 gewesen ist und noch viel mehr. Und das ist genau das, wie man ein Sequel machen soll. Man hat mehr Story, weil man hat wirklich nicht viel Story irgendwie im ersten Teil gehabt. Man hat mehr Puzzle, man hat mehr Charaktere einfach. Und auch so strahlt das Spiel wesentlich mehr Charakter aus als der erste Teil. Und man denkt wahrscheinlich im ersten Moment so, man weiß, wo das Spiel einen hinbringt. Und dann aber irgendwie kommt man in einen komplett anderen Teil der ganzen Geschichte und deckt die ganzen vergangenen Sachen von Aperture Science und sowas auf. Und nur um dann wieder zurückzukommen, um noch mehr neue Tests zu machen mit den Sachen, die man gerade eben gelernt hat. Und wieder neuen Sachen mit da drauf. Also das ist einfach so Portal 1 auf Steroiden mit ganz viel Charakteren und sowas alles. Und ich liebe dieses Spiel wirklich einfach zugrunde. Und es hat auch einen super Multiplayer, den ich auch nur bestens empfehlen kann. Und eventuell wird da auch demnächst irgendwann mal was kommen. Dieses Spiel ist halt wirklich eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und wenn ihr irgendwie Bock habt, das mal auszutesten oder so, oft ist es wirklich für ein paar Euro zu kriegen und dann kriegt man auch Portal 1 mit dazu. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist zwar an manchen Stellen ein bisschen knifflig, aber wenn man dann irgendwann die ganzen Portale und sowas alles so, ne, wenn man das alles irgendwie verstanden hat, wie man denken muss, wie das alles funktioniert, dann ist es eigentlich einfach nur noch halt, macht es einfach nur Spaß. Und natürlich hat man dann auch so diesen Punkt, wo man einfach nur denkt so, yes, ich habe dieses Rätsel endlich gelöst. Und ich kann über dieses Spiel noch so viel weiter schwärmen und im Detail eingehen, aber ja, was kann ich noch dazu sagen, außer ich liebe dieses Spiel und deswegen bekommt Portal 2 Türchen Nummer 4.